So, was sehe ich jetzt da im Kurs B? Ich habe hier oben wieder diesen Ankündigungsblock und in diesem Ankündigungsblock hat jemand bereits eine Datei hinterlegt, in dem Fall ein Word-Dokument hinterlegt. Die Word-Symbole, die habe ich noch nicht überarbeitet. Ich habe jetzt nur mal die Materialien und die Aktivitäten überarbeitet. Es gibt für verschiedene Dateitypen auch noch eigene Symbole. Drum ist das hier so ein rundes blaues Symbol. Was euch hier auffällt oder durch was sich dieser Kurs B vom anderen Kurs unterscheidet, das ist dieses Zahnrad hier oben. Ja, mit diesem Zahnrad schaltet man das Bearbeiten ein und das ist auch der Grund, wieso ihr bei den Kursbildern hier einmal das Moodle so habt und einmal Moodle mit dem Zahnrad. Das mit dem Zahnrad, das ist der Kurs, in dem ihr Trainerinnen seid. So, nochmal hin zum Kurs. In diesem Kurs sind bereits 4 Themenblöcke angelegt und hier oben natürlich der obligatorische Ankündigungsblock, den gibt es prinzipiell in jedem neu angelegten Moodle-Kurs. Da gibt es immer so eine Art Ankündigungsforum. Das ist ein Forum, in dem aber nur der Trainer neue Beiträge posten kann. Die Teilnehmer können auf Beiträge antworten, aber die können keine eigenen neuen Beiträge erstellen. Davon unterscheidet sich dieses Ankündigungsforum von einem selbst erstellten Forum. Der erste Schritt als Trainer, wenn ich den Kurs bearbeiten will, ist, ich muss in den Bearbeitungsmodus wechseln. Und das mache ich, indem ich hier bei diesem Zahnrad, und das findet ihr, egal wie das Moodle ausschaut, meistens in dieser rechten oberen Ecke, und der Punkt heißt Bearbeiten einschalten. Und sobald ihr das Bearbeiten eingeschaltet habt, bekommt ihr hier diese Bearbeitungslink, ganz, ganz viele zusätzliche Optionen, um das Bearbeiten zu gestalten. Ja? Dieser Bewegen-Pfeil lässt euch zum Beispiel die Reihenfolge von etwas ändern. Ihr habt hier diese Bearbeiten-Links, mit dem könnt ihr das, was hier geschrieben ist, bearbeiten. Ja? Da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten, Einstellungen bearbeiten, nach rechts schreiben, verbergen, duplizieren, Rollen zuweisen oder löschen. Das Padlet gehört natürlich nicht hier oben in den Ankündigungsblock, sondern hier würde ich einen Themenblock machen. Den nenne ich jetzt zum Beispiel Padlet. Gestaltet hat diesen Themenblock unbekannt. Und wenn ich da direkt hineinschreibe, muss ich das immer mit der Eingabetaste bestätigen. Und dann kann ich auch dieses Tablet hier in diesen Block hineinziehen. Erster Block wäre schon fertig. Und so gehe ich weiter vor. Wenn alle Themen besetzt sind, dann kann ich auch einen eigenen Themenblock erstellen. Ganz unten finde ich den Punkt Themen hinzufügen. Da werde ich gefragt, wie viele Themen, wie viele Abschnitte ich hier hinzufügen möchte. Ich sage jetzt hier mal eines und dann habe ich hier unten auch ein Thema 5. Wie geht er jetzt vor? Ihr sagt, okay, ich nehme jetzt diesen Block hier, Thema 2, den bearbeite ich jetzt einmal und kann jetzt hier einen eigenen Namen vergeben. Achtung, ich muss hier das Hakel bei angepasst setzen, damit ich einen eigenen Namen verwenden darf und nenne das jetzt mein erster Themenblock. Und speichere mal die Änderung. So, unter diesem Themenblock werde ich jetzt Materialien anlegen. Dazu habe ich hier den Punkt Material oder Aktivität anlegen. In jedem einzelnen Block gibt es dieses Link. Und wenn ich da draufklicke, geht ein neues Fenster auf. Und das fragt mich jetzt, was möchten Sie dann gerne anlegen? Ich kann mich jetzt entscheiden zwischen einer Abstimmung, einer Aufgabe. Also ich habe hier oben die Aktivitäten und hier unten habe ich die Arbeitsmaterialien. Ja? Textseiten kennt ihr bereits, die sind im Einserkurs hinterlegt. Ihr kennt auch bereits das Buch, das ist auch im Einserkurs hinterlegt. Dazu gibt es verschiedene Aktivitäten und ich würde euch mal für den Anfang folgende Aktivitäten empfehlen. Entweder ein Test, wie man so einen Test erstellt, ist ausführlich in den Videos beschrieben, oder eben eine Aufgabe. Eine Aufgabe, das ist sozusagen eine Dateiabgabe, der Upload einer Datei oder auch das Schreiben von einer Antwort in eine Textdatei hinein. Das heißt, wenn ich hier also jetzt einmal Material anlegen möchte,
Dann fangen wir mal an mit einer Seite. Ich möchte gerne eine Textseite hier hinterlegen. Dann klicke ich hier auf Hinzufügen. Jetzt kann ich diese Textseite bearbeiten. Meine erste Textseite. Und als Seiteninhalt, hier kann ich jetzt den Inhalt meiner Seite schreiben. Halli, hallo, dies ist eine Testseite, die ich für das Video angelegt habe. So, ich kann hier verschiedene Optionen für die Seite anlegen. Ich habe das einigermaßen ausführlich in den Videos gezeigt. Einfach mal reinschauen, was kann man da machen? Ja? Bis man das heraus hat, muss man eh öfters machen, ja? Bis man sich merkt, okay, das möchte ich gern haben, das möchte ich gern machen. Das macht keinen Sinn, jetzt hier irgendwie alles einzeln zu erklären. Ja? Die Verfügbarkeit kann ich eben auswählen, ob was bereits jetzt verfügbar ist oder ob es im Moment noch verborgen ist. Ich kann Inhalte im Vorhinein anlegen und sie aber noch verbergen bis zum richtigen Zeitpunkt. Ich kann sie dann manuell freischalten oder ich kann sie zu einem bestimmten Datum freischalten. Das ist der Punkt Verfügbarkeit. Ja. So, einmal speichern und zum Kurs oder speichern und anzeigen. Wenn ich sage speichern und zum Kurs, dann lande ich wieder in der Übersicht. Wenn ich sage speichern und anzeigen, dann wird mir die Seite gezeigt. Ja, einmal speichern und anzeigen, dann sehen wir jetzt, wie die Seite aussieht. Meine erste Textseite, hallo, hallo, dies ist eine Textseite und so weiter. Dann gehen wir wieder in die Übersicht zurück. Und hier seht ihr jetzt, in diesem ersten Themenblock ist jetzt eine erste Textseite angelegt.